sind jetzt an Bord. Wer lacht denn da? Wir haben noch Geibachs Inventar. Das Zurück zu mir selbst Gedicht. Jetzt haben wir uns das Buch gemacht. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Und das Undercover auf dem Schiff. Zugekehrt. Hallöchen. Hey Bob. Hey Gullet, you smell cleaner than usual. Thanks. Ja, Leschachs Slogan müssen wir suchen, die Titelmelodie, die man eigentlich kennt, die man gerade hört. Und sein Lieblingsessen. Do you happen to know Leschachs catchphrase? I'm trying to be more like him. Well, then you should change your catchphrase every few minutes. I have no idea how he keeps track. Oha. Do you happen to know Leschachs favorite food? No, but Putra probably does, seeing as how she's the cook and all. Right. Yeah. Does Leschuk have a theme song? I'm planning a surprise. Surprising Leschuk doesn't sound like a good idea, but he did say something recently about having a theme composed. I don't know if it was ever finished. Vielleicht ist ja eine andere als die, die wir die ganze Zeit hören. Remind me what you said about Leschuk's catchphrase? I said it changes often. Oh, yeah. Das ist schlecht. See ya. Okay, die Kanone ist weg. Wer lacht denn hier so? Herz zu streicheln. Sollte die jetzt nicht löten. I've had enough fun with that already. Top deck schedule. One bell, crew voting. Two bells, the Chuck shouting. Der Chuck schreit. Ich glaube, das ist falsch übersetzt. Er schreit unten. Und das heißt eigentlich LeChuck rufen, also LeChuck herbeirufen. Nicht LeChuck schreit. Hey, I can see all the way to the giant monkey head. Madison, Lila and Trent are all talking. They look happy. Planning what to do when they're finished with me, no doubt. Well, I'll have the last laugh. Ha! These things get more sophisticated every year. I wouldn't want to wake him up. Na dann, wieder runter. Was ist das? I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Okay, dann mal hier rein. Was it's ist das? Music. Oh, das ist a jaunty little tune like this would be great at parties. Das könnte vielleicht schon das Theme-Song sein. Do mi so fa fa re. Ah, okay. Ist das schon der Theme-Song? Das war ja viel zu leicht. Jetzt brauchen wir nur den Slogan und das Lieblingsessen. You tough old slab of crocodile meat. Somehow I knew you'd make it back. Can I fix you something to eat? Ich hätte gern das, was LeChuck gerne isst. Ein schönes saftiges Steak, Teller mit Gehirn und das, was LeChuck hat. Well, whatever LeChuck's having. LeChuck's on the island, looking for the big secret. Oh, okay. Ist die Kabine frei? Kostel Chuck hat ein Lieblingsgericht. Was war das für ein tolles Essen, das ich gestern Abend in LeChucks Kabine weggeräumt habe? Was wirst du für LeChuck kochen, um zu feiern, dass er das Geheimnis gefunden hat? What was that lovely meal I cleaned up in LeChuck's cabin last night? Well, that's easy. Tentacles with daisy sauce. Yeah. Don't blame me. It's not my favorite food. Are we almost to the part about the triple cross? Not quite. Tentacles with daisy sauce. A classic. Spoilert er mir einfach. What's that thing LeChuck always says? It's sort of his catchphrase. You're a terrible cook, Putra. Well, I was thinking more of something he'd use in all kinds of situations. Then I've got no idea. Uh-huh.
You really don't know the Chuck's catchphrase? Nope. Schade. Can you make me some tentacles with daisy sauce? I can and I would, but I'm all out of daisies. Oh, okay. Wir müssen Gänseblümchen finden. Can I borrow your demon pepper? No. It's weird that you'd even ask after what happened in Barbados. Yeah. It's kind of soothing in a weird way. What's the soup of the day? Remember Mad Flora and Yancey the Gunner? Yikes. Don't give me any grief. They'll be delicious. Okay. Sehr appetitlich. Can I give you a hand washing these plates? Why, Gullet, that's so kind. Very unlike you, though. Mir fallen noch auf. Okay, up in the Chuck's cabin. Nah, I'm trying to stay in character. Ooh, I can't decide which is more disturbing. LeChuck somehow stealing Elaine's wedding veil, or him having a copy made. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. Okay, if I'm right, it would be a bigger one. I know art is supposed to grab you, but this die is taking it too Kunst. Far. Oh, ein Buch. It's LeChuck's personal diary. I wouldn't have pegged him as the type for self-reflection. Okay, das musst du unbedingt lesen. Liebes Tagebuch. Okay, 24. Mai. Das neue Tagebuch des Kehlenschneider Kenny mir geschenkt hat. Gefällt mir sehr gut. Ich bin beeindruckt, dass ich dieses Geschenk bekommen habe, wo ich doch derjenige war, der Kenny die Kehle durchgeschnitten hat. Ich werde jeden Tag hineinschreiben. Es ist der 5. Juni. Hätte ich jeden Tag in den Schreiben. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Segeln, plündern, terrorisieren und so weiter. 4. Juli. Ich würde jeden Tag in den Schreiben. Ah ja. Verrückte Zeiten heute Abend. Die Mannschaft hat Charade zum Thema Was ist deine peinlichste Guybrush-Geschichte? Und den großen Kessel gespielt. 1. August, wir haben gerade den 14. oder den 19. je nach Sauklaue, den 19. Breitengrad überquert, um Bermuda zu terrorisieren, sind auf ein lästiges Zollschiff gestoßen, nichts zu überholen und mit Voodoo-Kanonenkugeln zu besiegen. 3. August, ich habe mich zugezogen und bin auf das Deck gegangen, noch ein paar Sternkarten zu erstellen. Meinen guten Blick auf den Krog erhascht. 30. November. Sind an der Skull Bay angekommen und haben den Anker geworfen. Petra macht Macaroni mit Käse zum Abendessen. Ich habe mehr von unserer neuen Küche erwartet. 4. Dezember. Habe heute ein Postschiff angegriffen und versenkt. Was für ein Spaß. Das Meer war mit Fetzen von Weihnachtsgeschenkpapier bedeckt und es sah aus wie ein explodierter Clown. Es hat schöne Erinnerungen geweckt. Aber ich habe den Namen des Clowns wohl vergessen. Notiz an mich selbst. Mehr Gedächtnisübungen machen. 12. Dezember. Ich probiere einen neuen Slogan aus. Brandschatzt meine blasphemischen Hintermesser. Dieser ist viel besser als mein letzter. Aha. Okay, hätte nicht gedacht, dass das LeChuck so ein emotionaler ist. Tagebuch schreibt. Das neue Hauptsegel sieht zu schön aus. Ich schicke jemanden hoch, um es zu zerreißen und zu zerfetzen, damit es böser wirkt. Die neue Mannschaft fragt mich immer wieder, warum ich Guybrush Threepwood so sehr hasse. Weil Guybrush kann mich nicht auf eine Sache festlegen. Es ist eine endlose Liste von kleinen nervigen Dingen mit ihm. Guybrush taucht immer dann in meinem Leben auf, wenn ich es am wenigsten erwarte. Ich bereue den Tag, an dem ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit ihm angelegt habe, nachdem er die Hochzeit meiner wahren Liebe Elaine ruiniert hat. Ich habe beschlossen, mir zu Weihnachten
einen neuen Slogan zuzulegen. Plündert meine blasphemischen Bilgen. Humohoho. 5. Januar. Ich vergaß zu erwähnen, dass die Mannschaft am Tag nach unserem Ankunft in Sky Bay eine Geburtstagsparty für mich gab. Ich habe sie alle Kiel geholt. Der Kiel musste sowieso gereinigt werden. 9. Januar. Denke mehr darüber nach, warum ich Guybrush hasse. Er scheint zu denken, dass wir Feinde sind, Todfeinde in einem ewigen Kampf. Weit ist es, dass er mir völlig egal ist. Das ist wie bei der Mücke, die denkt, dass wir Feinde sind. Obwohl die Mücke nur ein lästiges Insekt ist, das man zerquetschen muss. 12. Januar. Ion Maus nannte meinen Slogan heute Morgen abgedroschen. Ich habe sie am Bugspiel festgemacht. Aber ich habe beschlossen, es mit bei meinem struppigen Bart zu versuchen. Deswegen lese ich mal weiter, weil der den Slogan schon dreimal geändert. Denn er den scheinbar einmal im Monat. Also einmal im halben Jahr wahrscheinlich. Einmal im Quartal. Ich hatte ein langes Gespräch mit Rose. Während wir am Strand von Terror Island, diesen Ort, über brennende Leichen Marshmallows grillten. Sie ist der Meinung, dass je mehr ich Guybrush als einfache Nerven sie gehabt habe, desto offensichtlicher wird, dass er und ich wirklich Feinde sind. 2. Februar. Ich mache eine Liste mit allen Gründen, warum ich Guybrush Tweetwood hasse. Erstens dummer Name, wer nennt sich sein Kind Guybrush? Zweitens hält sich für einen mächtigen Piraten, obwohl er keiner ist. Drittens immer auf der Suche nach demselben Schatz wie ich. Viertens hat mir Elaine gestohlen. Fünftens, er bekommt viel bessere Presse als ich. Sechstens, ist nur am Ruhm und Piraterie interessiert. Ich lasse meinen Worten Taten folgen. Er riet es nur. Siebtens, mein Schiff ist viel besser als seins. Er ist einmal besser als du. 14. Februar. Oh, Elaine. Nach all den langen Jahren sehne ich mich immer noch nach der Wärme deiner Umarmung. Verdammter Guybrush, der Tag wird kommen und dein Ende ist vorhergesagt. Ach, so ein gefühlsvoller. Das ist der Chuck. 17. Februar. Idee für einen neuen Slogan. Plündert die zitternden Entermesser. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss erst einmal darüber schlafen, bevor ich ihn setze. 9. März. Die Möwen kreisen heute wieder über dem Schiff. Normalerweise wären riesige Ratten mit Flügeln mein Ding. Aber sie versuchen, meinen morgendlichen Bücklinge zu stehlen und sie tönchen das Deck so sehr, dass keiner von uns auf den Beinen bleiben kann. Ich denke darüber nach, einen permanenten Sturm zu beschwören, die verdammten Dinger in Schach zu halten. Das Schiff ist ein einziges Chaos. Ich führe eine neue Pflicht in meinen Pflichtbericht für Schrubber ein. 30. März. Heute Nachmittag habe ich eine Bestrafungstechnik ausprobiert. Walfangkraken waren sehr effektiv. Muss ein paar Mannschaftsmitglieder ersetzen. Erst im Nachhinein ist mir die Anregung von Morris eingefallen, den Schiffarzt nicht als Testperson zu verwenden. Ich werde ihr ein paar extra Peitschenschläge verpassen, wenn sie es mich hat vergessen lassen. 1. April. Ich habe beschlossen, die Meere nicht mehr zu terrorisieren. Wenn wir am Hafen ankommen, werde ich mich um Wohltätigkeit kümmern, meine Beute ausgraben und meine Opfer vor entschädigen. Ganz oben auf meinem Liste steht, mich bei Guybrush zu entschuldigen und ihn zu umarmen. April, April. 2. April. Ha, 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 ha. Ich lach mich kaputt. 9. April. Ich habe beschlossen, meinen Slogan zu ändern in Tripods Fluch. Kurz und knapp, gefällt mir. 10. April. Das Problem mit dem neuen Slogan, man hört den Namen Tripods zu oft. Ich gehe zurück zu dem, den ich am 17. Mai hatte. Am 17. hatte. 17. April. Am 17. Februar hatte er plündert den zitternden Entermesser. Die Karte zum Geheimnis ist heute angekommen. Die Sicherheitsmaßnahmen scheinen nicht zu funktionieren.
Jetzt, wo sie hier auf der Chip ist, kann sie sowieso nicht in die falschen Hände geraten. Ich hätte Rodi meine persönliche Chiffre benutzen lassen sollen. Aber er wollte sie fester an mich binden. Ich werde mit dem wehleidigen kleinen Kartenmacher darüber reden, sobald ich das Geheimnis gefunden habe. 8. Mai. Jancy und Matt Flora haben Gelbosch beim Abendessen erwähnt. Du musst Ersatzleute einstellen, vielleicht auf Mili, wo ich schon mal Voodoo-Vorräte aufstocke. 10. Mai im Hafen von Mili angelegt. Das Stadtvolk lässt sich von der Anwesenheit von der Ship noch hinterweise nicht beeindrucken. Ich vermisse die alten Zeiten, Notiz an mich selbst, beim nächsten Besuch ein paar Gebäude mit Kanonenfeuer zerstören. Ach ja. 14. Mai, ich habe mir gerade eine super Beleidigung ausgedacht. Hehehehe, ich lache mich kaputt und Gelbosch in den Tod geschickt. Heute Abend wird gefeiert. Mit Notiz an mich selbst, in denen mein Beileid aussprechen. Okay, vom 17. Februar. Plündert die zitternde Intermesser, ist das. Ist der richtige Spruch. Chucks Logan in Erfahrung bringen? Haben wir eigentlich. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. Okay. If I'm right. Ich habe meinen Slogan doch jetzt. Oh, ich muss jetzt meinen Laderaum zu. They boarded it shut. Können wir es irgendwie aufbrechen? Schade. Irgendwas muss das doch nützlich sein. Oder auch nicht. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Ew. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? I wonder, I already have some chicken feed. Aha. Wir füttern mal in die Hühner. Die Zeit muss sein. Bin tierlieb. Wenn wir schon mal da sind. Okay, die hieß so Rose, die ist mit auf das Island gekommen, um. Hey Bob, I've got a great book for you. Ich it's Chuck's personal diary. Yikes! I wouldn't want to be caught with that. And you shouldn't either. Okay, wir wissen ja eigentlich schon den Code. I don't think so. Was müssen wir machen, um den Chuck's Slogan in Erfahrung zu bringen? Das Essen haben wir eigentlich auch schon, oder? Oder fehlt da noch was? Die Schiffskompröse trotzen. Can you make me some tentacles with daisy sauce? I can and I would, but I'm all out of daisies. Okay, Gänseblümchen. Wir haben Gänseblümchen. Hier. Could you make tentacles with daisy sauce with these? Nice. They look organic. Have it for you in a jiff. Aha. Bon appetit. Juhu. That's it? Sometimes simple is best. I'd rather not, honestly. Ja. Es müssen wir nur noch den Slogan in Erfahrung bringen, was wir eigentlich schon getan haben. Können wir noch mal mit ihr reden. Thanks for the tentacle thing. No problem. Don't let LeChuck catch you with it. Can I borrow your demon pepper? No. It's weird that you'd even ask after what happened in Barbados.
Yeah. I'd rather not, honestly. Okay, wir haben das Notenblatt. Können wir vielleicht... Wäre zu gut. 17. Februar. Plündert die zitternden Intermesser. Das müsste der letzte Spruch sein, weil... Hat er hier irgendwo gesagt... Man hört den Namen Schiefer zu oft, ich gehe zurück zu dem, den ich am 17. hatte. 17. Der einzige 17. ist hier. 17. Februar. Das ist wirklich eindeutig, der hier, 17. Februar. Gründet die zitternden Intermesser. Wie können wir das jetzt... Tja... Scheint es aber irgendwie noch nicht zu sein. It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Tja, eigentlich wissen wir den Spruch. Können wir jetzt schon zurückkehren oder fehlt da noch was? Gucken wir in dieser Richtung nach. Gibt es nichts mehr zu finden? Nein! Was ist, wenn wir jetzt eigentlich mal das hier machen? My soul is black. I'm a brain fanatic. Slimy worms that Riley squirm. Ah, verdammt. Dann könnte ich jetzt Skywash über die Reling getan. Okay, eigentlich haben wir ja alles, was wir brauchen, also auf geht's. Dann müssen wir noch irgendwie das Blatt rausreißen. Hey, Partner. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? Kennen die Geheimnisse von LeChuck, ziehen wir es durch. Ich glaube, ich kenne den LeChuck's Slogan. I think I know LeChuck's catchphrase. Well? It occurs to me that if I tell you the secrets before we do whatever ritual thing it is you're planning, I lose all my leverage. Okay, let's get started. The first step is to play LeChuck's theme music. You're the one who knows how it goes, so you're in charge. Your instrument is over there. Watch who you're calling an instrument. Yeah. Haben wir die Tonleiter? Das Notenblatt. Do, do, mi, so, fa, fa, re. Do, do. Ich hoffe, wir können es wieder öffnen. Do. Nochmal. Do. Was kommt nach Do, do? Mi, so kommt jetzt. So. So. Okay, die Prima ist es richtig. So, Fafa und Dreh. Ray. Yo, ho, 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 ho.
promising. Next step. Madison, let's have the map. Quis nostra fugiat, nulla tempor. Laboris nisi ex comedo consequat. Quick, say LeChuck's catchphrase. Er schaudert, plündert, brandschatzt. Wie war das? Ich glaube, er schaudert, war das. Quis artem vel veleptate velit. Now, eat LeChuck's favorite food. Do I have to? Yes. War das richtig? Can't someone else do it? No. Oof. Okay. Well, nothing is happening. Verdammt. You must have screwed something up, Guybrush. Get it right next time. Come back when you know the right answers. Okay, wir müssen uns den Spruch merken. Den schreibe ich mir dann mal auf. Okay, plündert die zitternden Entermesser. Okay, ich glaube, da habe ich schon was falsch gemacht. Ich notiere mir das mal. Textdokument öffnen. Plündert die zitternden Entermesser. Okay. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Und dann müssen wir nochmal sagen, das zu starten. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? Ja, jetzt weiß ich's. I know all of LeChuck's secrets. Let's do this thing. Okay, let's get started. The first step is to play LeChuck's theme music. Das war ja schon episch. Okay, das war Dodo Miso Fafari. Dodo Miso Fafari. Man kennt's. Was Muschi der im Hintergrund? So. Muri zweimal schlagen. Das letzte war Reh. Promising. Episch. Next step. Madison, let's have the map. Quis nostra fugiat, nulla tempor. Labores nisi ex comedo consequat. Quick, say LeChuck's catchphrase. Okay, wie war das? Plündert. Plunder? Die zitternden. The quivering Entermesser. Now, eat LeChuck's favorite food. Oof. Okay. Hat's gefunst. Oh. Wow. Oh. Look. There are lines on it. It's working. Es hat geklappt. Im Geheimnis so nah wie nie zuvor. Wer ist er? Erdbeben. Wer ist sie? Oder er? Wow. This dark magic stuff gets kind of intense.
anybody see where the map got to? Not your concern. Thanks for your help. Time to go. Wait. Not all. Any last words before we drop you off the cliff and retrieve the secret for ourselves? Warum steht das in so einer offensichtlichen Situation, so ein Dreck? Was ist aus eurer Vereinbarung geworden? Ist noch Zeit, mich gehen zu lassen? Lass uns darüber abstimmen, ob wir nicht mich von der Klippe stoßen sollen. Hinter euch ein dreiköpfiger Affe. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger werden, als du es dir auch nur entfernt vorstellen kannst. Star Wars Anspielung. Yay. Look behind you, a three-headed monkey. You can't fool us. There aren't any monkeys here. This is Monkey Island. No. Das ist Sparta. Nein.